Ihm nach. Doch, doch, wir sind hier richtig. Hier wohnt und schafft der 91-jährige argentinische Künstler Julio Leparque. Im Keller seines Hauses in Cachan bei Paris erwartet uns ein regelrechtes Feuerwerk seines Schaffens. Eine Ode an die kinetische Kunst. Als Vorreiter einer Kunstform, bei der Bewegung zum integralen Bestandteil wird, kickstartet Julio seine Revolution bereits in den 60ern. Dazu baut er kleine Motoren ein oder bringt gleich den Betrachter in Bewegung. Mit seinen bewegten Werken rüttelt Julio an verkrusteten Strukturen. Schluss mit statischer Betrachtung. Jetzt wird's interaktiv. Funciona la experiencia cuando el espectador interviene o si no, no tiene ningún valor. El ojo era el punto de partida para todo. En las primeras experiencias eran las reacciones ópticas que podía tener cualquier espectador. No era necesario que fuera un espectador cultivado, que tuviera conocimiento de la estética o de la historia del arte contemporáneo, sino que se podía relacionar con sus ojos directamente con la propuesta. Julios erste große Liebe ist das Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte Phänomen der geometrisch-optischen Täuschung. Anfang der 50er Jahre scheinen sich seine Bilder wie von Zauberhand zu wellen und wölben. Schuld daran ist die Persistenz des Sehens. Während die Modewelle des abstrakten Expressionismus dem intuitiven Künstler huldigt, schwimmt Julio gegen den Strom. Denn seine Werke sind bis ins kleinste Detail geplant. Nummer 1 ist amarillo. Nummer 2 ist verde claro, va passando. Es ist como una gamma, como si fueran los colores del arco iris, reducido a 14 colores. Que haga un círculo cromático completo. Julio wird 1928 in Palmira geboren, einer argentinischen Eisenbahnerstadt der Provinz Mendoza. Getaktet wird sein Leben vom Trasandino, der Transandenbahn, einer der höchstgelegenen Bahnstrecken der Welt, die durch die Anden bis nach Chile führt. Der Humo, der salía de las locomotivas, und después el movimiento de las ruedas, con las poleas, y todo eso, a veces me hacía subir a la máquina cuando pasaban cerca de casa. Con mi hermano hacíamos juguetes. A veces personajes articulados, inventábamos historias, también hacíamos pequeños avioncitos, primero de papel, en cartón, después con madera balsa, que podían volar muy bien. Entonces, ahí estaba el movimiento, hacíamos de tal manera que el avión pudiera dar una vuelta ahí. Wenn mal nicht zeichnet, trägt Julio Zeitungen aus oder jobbt in der Lederverarbeitung. Als Student der Kunstakademie von Buenos Aires ist er Teil einer Bewegung, die 1955 während der militärischen Machtübernahme den Hochschuldirektor vor die Tür setzt. Sein Dozent Lucio Fontana ist Begründer der Gruppierung Art Concrete Invention und schlägt buchstäblich eine Bresche für die abstrakte Kunst. Das Grupo de Arte Concrete Invention decía que no solamente con la figuración se podía hacer cosas con carácter político, sino también con formas muy simples. Quadrados, triángulos, círculos y con colores puros podían crear a lo mejor una relación con la gente sin pasar por la representación. Mit 30 Jahren kann Julio dank eines Stipendiums nach Paris ziehen, wo er mit 5 weiteren Künstlern die Groupe de Recherche d'Art Visuel, kurz GRAV, gründet. Weitere Mitglieder der Forschungsgruppe Visuelle Kunst sind Victor Vazerelisson und François Morellet, späterer Meister des Minimalismus. Die Unruhestifter mischen, wie hier bei der Pariser Biennale, den Kunstzirkus mit ihren ersten Labyrinthen und Spielgeräten ordentlich auf. Hier ist nicht kaputt machen verboten. Und prompt werden die Installationen innerhalb weniger Tage von den Besuchern verwüstet. Immer unter der Prämisse, dass ein Kunstwerk weniger kosten sollte als ein Fernseher, versucht das GRAV-Kollektiv auch auf der Straße den braven Bürger vor den Kopf zu stoßen und aufzurütteln. Había uno que de flechas también. En el centro estaba el imperialista, el capitalista, el policía, etcétera, etcétera. Y al final, a uno que era el indiferente. Y en una de las encuestas alguien contestó que el que tendría que estar en el centro no era el imperialista, sino el indiferente.
Le dice que es el a causa de la indiferente que es ese sistema de dominación mundial existe. ¿Tenía razón o no? Alles ja schön, Juan. 1972 gehört Julio zu den militanten Post-68er-Künstlern, der Front des Artistes Plasticiens. Die hängen gerade Bilder einer Ausstellung ab, deren Schirmherr Präsident Georges Pompidou ist. Zur gleichen Zeit, als Paris dem Argentinier seine erste Einzelausstellung im Museum für moderne Kunst anbietet. Ganz schlechtes Timing. Autsch. No podía por un lado denunciar una exposición oficial de esa naturaleza y al mismo tiempo aceptar un lugar oficial que era el Museo de Arte Moderno para hacer una exposición personal. Se reunió en la cual yo leí el texto y después dije que yo me declaraba incapaz de decidir si sí o no aceptar la exposición y lo dejaba librado al azar. Entonces uno de mis hijos, el más pequeño, fue que tiró una moneda y cayó del lado en que yo tenía que renunciar a la exposición. Ein Affront, für den Julio in Frankreich auf die schwarze Liste gesetzt wird. Wenn auch seine Werke im New Yorker MoMA oder in Madrid ausgestellt werden. Letzten Herbst zeigt das Kunstzentrum von Enghien-les-Bains eine Retrospektive des argentinischen Meisters. Julio, der den Kampf noch immer nicht aufgegeben hat, lässt uns heute per Virtual Reality in sein Werk eintauchen. Muchos artistas que tienen un tema y lo desarrollan durante 40, 50 años. La actitud mía más bien fue probando, saltando de una cosa a otra. De todo lo que yo podía hacer con mi capacidad limitada.